Und damit willkommen zurück zu dem Punkt, wo wir auch stehen geblieben sind. Und wir sprechen mit ihr. Willst du es haben? Brauche ich es denn? Wie bitte? Es geht hier um einen Schatz. Wenn du ihn nicht nimmst, dann klau ihn doch. Was? Dann klau ihn noch. Dann was? Dann klauen ihn noch die unbeugsamen drei. Achso. Der Schatz des Perklans. Ah. Bevor ich ihn dir überlasse, gibt es aber noch eine Sache zu klären. Du weißt doch bestimmt, was dich jetzt erwartet, oder? Ein Kampf. Genau, du hast es erfasst. Warte kurz, ich muss mich sammeln und... los geht's. Oder auch nicht. Meine Pokémon und ich werden noch viel stärker werden und die ganze Welt bereisen. Okay. Ja, durch meinen Kopf, durch meinen Kopf. Ah, Gefrierbrand im Kopf. Au, 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 au. Ey, wo dreht der? Ach, da sind drei. Den habe ich nicht gesehen, weil es so dick ist. Schamella. Ich stelle mich mal hier rüber. Damit ich auch was sehe. So, meine Freunde, ich bin der neue Reporter hier. Und ihr seht, Relaxo steht immer noch. Er hat zwar etwas Schaden genommen, aber jetzt setzt er seinen Gigastoß ein. Los, Relaxo, setzt deinen Gigastoß ein. Und er setzt ihn ein auf, ja, oder auch nicht. Warum nicht? Dann setzen wir die Pferdestärke ein. Los, Relaxo, zeig's ihnen. Ja, prima, das war ein voller Erfolg. Naja, gegen Level 32 auch kein so großer Erfolg. Aber nun geht's weiter. Wir haben schon über 50% Energie gleich verloren. Oh, und da setzt es Feuerbrand ein. Eieieiei, nochmal Pferdestärke hinterher und drauf auf ihn. Zack, Riesenerfolg. Hahaha. Kampfende. Sehr schön gemacht, Relaxo. Dass es Menschen gibt, die stärker sind als ich? Nö. Glaube ich nicht. Halt ein Weißkristall. Aha. Palkia angewendet, wird es von Kraft erfüllt und nimmt eine andere Form ein. Palkia? Aha. Ein Palkia. Was um Himmels Willen ist ein Palkia? Sortieren nach Nummer, Forschung, Entdeckung, Alphabet. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Palkia. Das ist ein Palkia. Echt jetzt? Wo ist der Weißkristall? Hä? Da! Oha! Das kann ich einsetzen. Oh, ich kann das immer wieder benutzen. Krass, das ist ein... Ah, guck mal! Das hier kann ich auch einsetzen. Oha! Wie krass ist das denn? Oha! Oha!
Kann ich das drehen? Nee. Krass. Ja, hiermit geht das aber nicht. Was ist das überhaupt? Ach so, damit kann man die Geister... Ach so, das heißt, es sind noch 57 auf, ja? Was? Huh. Übel. Interessant. So. Was haben wir denn jetzt noch so am Start hier? War hier noch was? Nee, war nichts mehr. Ich weiß aber, dass... ich glaube, irgendwo hatte ich noch eine Quest gesehen. Muss man gerade prüfen. Das Dorf erstmal. Also definitiv war es nicht am Strand waren glaube ich keine Quests mehr. Und hier war ich ja. Wir haben jetzt noch rotes Sumpfland, Kraterhochland. Im Sumpfland oder im Kraterhochland? Ne, im Kraterhochland war ich doch gerade eben, ne? Also kann ja eigentlich nur noch das Sumpfland da sein, wo noch irgendwo. Irgendwo habe ich noch einen gesehen, ey. Hätte ich schon noch gerne abgeschlossen. Muss mal gucken. Ah, hier war es doch. Da ist unser feiner Herr doch. Müsste der Diamantenclan sein. So. Ups. Fliegen wir doch mal hin. Ui. Steht er auch schon. Gucken, was der uns noch gibt. Ach, der hat auch einen Schatz gefunden. Ich bin neugierig. Zeig mir, wie es um dein Köpfchen steht. Ganz einfach, kämpfe gegen mich. Ja doch, jetzt verstehe ich. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein Stein sein für das andere Pokémon. Ja, schick. Dann hauen wir die mal aus den Socken, ne? Los, Relaxo. Achso, ich wollte eigentlich... Ah, egal. Ich, oh, krass, der hat die alle drei. Passt. Pferdestärke, Action! Hau drauf! Verfehlt, ich glaub's ja nicht. Darf ich jetzt auch mal hauen? Und los! Yuppie! Oh, oh. Ups. Das, ja. Habe ich jetzt so nicht erwartet. Okay. Die machen mich hier knallhart fertig. Oh. Ich würde gerne ein anderes Pokémon auswählen. Hallo. Ah. Nach Stara, so. Dann machen wir hier mal einen Gigastoß rein. Los geht's. Damit er schon mal aus dem Weg ist. Sehr schön, der ist raus. Müssen wir mal gucken. Ah, Aquana hat Level 32, den werde ich auch so aus dem Weg hauen können. Wenn ich überlebe. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's. Okay, gucken wir doch mal. Setzen wir den mal hier ein mit seinem neuen Aussehen. Oha! Oha! Junge, guck dir das an! Oha! Riesen das Ding! Okay, gut genug gestaunt. Wir hauen jetzt mal hier. Oha! Schon krass groß, ey. Aber das hat gar keine Arme mehr.
Verfehlt. Jo, hau den Drachen mit Tor herauer. Schick. Schick. Jesus. Sein Monster, ey. Ha. Hat man mit Dantkristall, ah ja. Okay, danke. So. Damit wäre ja dann wohl alle meine Missionen geschlossen, oder? Jetzt, mir fehlt eine 91. Ha. Okay. Komisch. So, jetzt können wir unserer Hauptquest folgen, weil ich habe nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wo jetzt hier Quest 91 sein soll. Aber. Wir wollen ja noch mal sehen, wie dieses Pokémon aussieht hier. Neu. So. Das wollen wir mal prüfen. Es hat seine Form verändert, ja. Und wonach? Bericht. Ja. Okay. 900 Kilo, Alter. Okay, ganz nett, aber ich finde das andere doch schon ein wenig ansprechender. Ach, Leute. So. Und dann auf ins Dorf. So. Okay, hier gibt es auch keine neuen Quests. So, hier müssen wir hin. Du hast ja wirklich Beachtliches geleistet. Die rote Kette scheint dir von Nutzen gewesen zu sein und du hast deine Aufgabe redlich erfüllt. Doch was führt dich wieder zu mir? Habe ich meine Pflicht etwa noch nicht genug dir getan? Es geht um die Tafeln. Was für Tafeln? Schokotafeln oder was? Nein, vor 1000, nein, sogar 2000 Jahren verehrten meine Vorfahren die alten Chinoa-Akreus als den Schöpfer der Hishui-Region. Und die Ahnen von Axanthor, Amitria und den anderen, sie sollen je einen Teil von Arceus erhalten haben. Die Tafeln. Wir hatten uns erhofft, dass sie uns mehr über Arceus und die Tafeln verraten könnten. Eure Hoffnung ist unbegründet, ich weiß leider auch nicht mehr. Mit der Zeit geriet das Wissen über Arceus in Vergessenheit. Wieso sonst hätte der Diamond Clan und der Pearl Clan es mit Dialga und Palkia verwechselt? So, dann greife ich euch ein bisschen unter die Arme. So, in Hishui gibt es noch einige andere außergewöhnliche Pokémon. Ob sie mit Arceus zu tun haben, weiß ich nicht. Doch vielleicht können sie euch Anhaltspunkte liefern. Also, worüber soll ich mein Wissen teilen? Du meine Güte, der Pokémon der Seen. Diese drei Pokémon kennst du bereits. Du hast ihn für die rote Kette zu danken. Begib dich zu ihnen und zeig, wie stark du geworden bist. Aha. Oha. Der Vulkan. Feuerspeinsel. Wie sollte es auch anders sein? Tafel der Feuerspeinsel. Aha. Der Mond. Du musst den Mond grüßen. Verstehst du, was damit gemeint ist? Begib dich jedenfalls zum Kraterberg Hochland. Oha.
Ja, das war's, ne? Ah, der Aufbruch. Tafel des Strand des Aufbruchs. Ha. Okay. Das war's. 5 neue Quests. Ja. Oh Mann. Das kann ja lustig werden, du. So, Schatten spannend, aber Pokémon tatsächlich ist das Rest des Lösung. Ha. Mit Hilfe der Texte, die auf den Rückseiten der Tafel eingefügt sind, gelingt es uns womöglich herauszufinden, wie man Alpha's begegnet. Such du bitte nach dem Pokémon von den Fräulein Kunden Arzt. Ich gehe in der Zwischenzeit einer anderen Spur nach. Aha. So, jetzt habe ich wieder neue Quests bekommen, so wie es aussieht. Ups. Hallo? Nebenmission. Ah, ne, das ist Hauptmission. Oha! Okay, wir fangen natürlich mit der 1 an. Also, okay. Die Tafel der drei Seen. Die wäre hier. Oh nein, die wäre nicht hier. Oh mein Gott! Wo soll ich denn jetzt hin? Ach man, müsst ihr das immer so kompliziert machen? Wo ist die Teiltafel? Das See ist der Kühnheit, der See der Stärke und das See was. Ach so, ich muss die drei fange. Die drei. Okay. Wir müssen trotzdem erstmal hier raus. Ich soll alle drei fangen. Ich habe Kunde von Kuchita erhalten, die sagte, du hast dich mit Wolo von der Giku-Gilde zusammengetan, um Steintafel zu sammeln. Folge mir, wir gehen zum Strand des Aufbruchs. Hallo? Mann, ich bin noch gar nicht bereit für den Strand des Aufbruchs. Mann, ey. So, wir bewegen mal den hier in unser Team mit rein. Erstmal. Ein schönes Klassenfoto später. Ne? Hm? Schicke dir hier so. Ups! Zwischen der Sonne und dem Meer. Oder am Strand. Warum laufe ich eigentlich zu Fuß zum Strand? Yo, mein Freund! Warum habe ich eigentlich kein Fahrrad? Ich muss nämlich echt zu Fuß hier runterlaufen. Ich weiß gar nicht, warum laufe ich eigentlich hier runter? Was soll denn das? Das ist jetzt aber noch nicht die Quest, oder mein Freund? Der Strand des Aufbruchs, so vieles hat hier seinen Anfang genommen. Wohlan, genug der Worte. Stell dich mir. Okay. Oh mein Gott. Aber mit dem Pikachu kann ich ein Spiel tun. Ey, komm, Mensch, zu Nama Grind.
Ah, no. Und den hier mal. Ich werde doch mal, wie groß der sich hier anfühlt. Oha. Oha. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten, damit wir was sehen hier. Kampf. So. Zeitenlärm. Ah, schöner Treffer, schöner Treffer. Machen wir doch nochmal Zeitenlärm. Hat natürlich verfehlt. Du hast nicht mal geschossen, du Aff. Oha. Och, guck mal, was ein kleines Relaxo. Oha. Okay. Wir setzen auch unser Relaxo ein. Schauen wir doch mal, wie groß meins im Gegensatz zu seinem ist. Och, guck mal an. Mein Relaxo ist viel größer. Gigastoß. Das ist ein kleines Relaxo, der hat doch mal meins. Voll bombastisch! Ey, warum hat er wieder voll Energie? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gigastoß auf ihn! Schick. Lade er jetzt noch ein, oder? Jo. Mein letzter Gigastoß. So, besiegt. Da ist die Fausttafel. Ah. Ach, das war doch schon eine Mission. Fehlen noch 4 Tafeln. Okay, so. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein schönes Bildchen machen. So fürs Thumbnail oder so. Relaxo. Aber nicht so. Zurück. Warte mal. So, ich kann die auch hier so erstmal hier so. Wit. Dann dahin. Oh nein! Relaxo muss da hinten hin. So. Den hier stellen wir mal hier hin. Oha!
Den hier stellen wir hier hin. Den hier stellen wir mal hier vorne hin. Und natürlich unser kleiner Pikachu. Stellen wir hier hin. Ey! Aufwachen, Mann. Schläft der doch echt. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich positioniere hier. Oh, Digga! Das sieht doch cool aus. Das kann man doch schön als Tubman holen, oder? Oder stellen wir vielleicht sogar hier hin. Hey. Aber die Frage ist, warum ist mein Pikachu so im Schatten? Ah, wahrscheinlich wegen der Sonne, ja. Schicke Sache, dass die Sonne mir alles verdirbt. Deswegen sind die so im Schatten. Das ist ja traurig. Upsi, Entschuldigung. Wie kriege ich denn die jetzt wieder alle zurück? Warte mal. Vielleicht muss ich die Suchen setzen. Zack. Zack. Ne. Zwar. So. 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 Und zuletzt unser kleines Pikachu-Lein. So. Dann misch hier rein. Oder hier hin. Die Viecher sind einfach zu groß. Ohne Witz. Soll ich denn das machen? So zum Beispiel. Oder? Jo, der pennt schon wieder. Hey, aufwachen. Guck mal aufs Foto. Aufwachen. Ha, ich weiß es nicht. Wie ich die jetzt da hinkriege. Ah, der pennt schon wieder. Diggi. Das wäre jetzt schön. Aber nein, Pikachu schläft. Aufwachen. Digga. So zum Beispiel. So zum Beispiel. Oder. Keine Ahnung, ach egal. Gut, das war's mit dem Video. Lang genug hier rumgezerrt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin auf Wiedersehen.